Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich darf Sie zu einer erneuten Ausgabe vom Kanal Unglaubliche Spirituelle Wahrheiten TV, ja, mit dem berühmten und weltweit erfolgreichen Geistheiler Sananda ganz herzlich begrüßen. Sananda hat mittlerweile über 300.000 Menschen weltweit behandelt, Stand Herbst 2022, und dies in einer Wahnsinnszeit von nur 8 Jahren. Dies dürfte einmalig sein in der Geschichte der modernen Menschheit, vielleicht sogar der gesamten Menschheit, seit es diese gibt. Nicht einmal Jesus hat so viele Wunderheilungen nachzuweisen. Viele 10.000 dieser Behandlungen sind sehr erfolgreich verlaufen. Und diese sind auch alle dokumentiert und beweisbar. Sananda hat aber auch 5 Bücher herausgebracht, die allesamt zu Bestseller geworden sind. Sananda ist Exorzist, Heiler, Seelenforscher, Bewusstseinsforscher und vor allem auch ein Wahrheitslehrer, ein sogenannter Satsang-Lehrer. Sananda wird verfolgt, verleumdet, diffamiert, drangsaliert und angegriffen wie kein anderer Heiler auf der Welt. Jawohl, wie kein zweiter Mensch auf der Welt. Er ist auch ein Prophet und Seher und hat in der Vergangenheit sehr viele Voraussagen getätigt, die mittlerweile schon eingetroffen sind. Man kann durchaus sagen, Sananda ist ein Phänomen. Nun, lieber Sananda, ich hoffe, ich konnte dich mit meinen einleitenden Worten einigermaßen beschreiben. Es freut uns wahnsinnig, dass du wieder Zeit gefunden hast für ein Interview. Das letzte ist ja schon, glaube ich, über 7 Monate her. Also ja. Hallo und grüß Gott Sananda, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Ja, vielen Dank der schönen Worte. Ich glaube, im März war das letzte Interview von uns beiden. Ich hatte in der Zwischenzeit dann nur noch ein anderes mit jemandem und höre mich jetzt gerade doppelt, aber es macht nichts. Bei euch im Studio höre ich mich immer nachhallen. Ja. Wir hören dich ganz gut, fehlerfrei, ja. Okay, vielleicht spielen ja auch die Reptos wieder einen Streich, wer weiß. Okay. Ja, ich mache sehr gerne Online-Interviews, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich unter Leute gehe, die Einflüsse, die energetischen Einflüsse einfach zu stark sind und ich zu sehr abgelenkt bin und manchmal dann unkonzentriert bin und dann eben vielleicht nicht das hundertprozentig rüberkommt, was ich eigentlich rüberbringen möchte. Also ich finde das ganz gut, so in diesem Rahmen, wie wir das tun. Und ja, mir geht es soweit gut, den Umständen entsprechend. Und lass uns starten, Norbert. Gerne, Sananda, wenn du bereit bist, ich bin's auch. Ich bin immer bereit. Sananda hat bisher 3 Bestseller geschrieben. Band 1 bis 3, Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade erschien sein 4. Buch dieser Reihe mit dem Titel Überlebenshandbuch für Erwachte. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm, zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda, www.geistheiler-sananda.net. Wie immer werden wir auch heute wieder spezielle Klientenfragen beantworten. Du bist ja bekannt dafür, wie kein anderer, dass du die Dinge immer beim Namen nennst, nicht so um den Brei herumredest. Und du bist wohl auch einer der ganz wenigen auf der Erde, der einen wahren Zugang zur Akasha, dem Gedächtnis des Universums, hat. Deine Medialität und Hellsichtigkeit dürfte wohl auch einmalig sein. Manchen Menschen dürfte deine Direktheit vielleicht auch etwas Angst machen, vor allem in
Bezug auf die Zukunft der Erde. Leider hattest du in vielen Punkten, die du vor 4, 5, 6 Jahren vorausgesagt hast, recht gehabt. Du hast unter anderem vor über 6 Jahren schon vorausgesagt, dass viele neue Viren und Seuchen kommen werden und neue Krankheiten. Dass ab 2021 viele Menschen umfallen werden, sterben werden. Damals hat noch keiner an diese neue Krankheit gedacht, die heute so das politische und soziale Leben der Menschen beherrscht. Damit konnte wirklich niemand rechnen. Auch hast du das jetzige Dilemma bezüglich der Schlumpfungen und deren Folgen vorausgesagt, als dies noch gar kein Thema war. Auch hast du zueinander die Spaltung der Menschheit klar kommen sehen. Und du sprachst immer wieder von kommenden Zerstörungen und Vernichtungen, vor allem in Europa, später dann weltweit. Viele der sogenannten Verschwörungstheorien, die du angekündigt hast, sind mittlerweile schon eingetreten. Viele haben dich als Schwarzmaler beschimpft und verhöhnt. Offenbar aber hast du eine gute und vor allem treffsichere Quelle deiner Informationen zueinander. Empfindest du heute so etwas wie Genugtuung, dass du wie in so vielen anderen Dingen recht gehabt hast? Ja. Ja. Das beschäftigt mich jeden Tag, so 24 Stunden am Tag, außer wenn ich schlafe. Dann beschäftige ich mich mit den Dingen, die ständig passieren. Und wenn ich dann auf YouTube rumzappe und zwangsläufig manchmal im TV rumzappe, um zu gucken, ob der Weltkrieg schon ausgebrochen ist, damit ich nichts verpasse, dann muss ich immer wieder erstaunt feststellen, dass Dinge, die ich so lapidar, beiläufig schon vor Jahren angedeutet habe, heute schon so gut wie Realität sind oder kurz davor Realität zu werden. Mhm. Und da würden mir jetzt viele Beispiele einfallen. Ich habe in meinen Videos und in meinen Büchern sehr ausführlich darüber berichtet, vor Jahren, was genau kommen wird. Und ich hatte ja keine Zeit und auch früher keine Muße, mich mit irgendwelchen früheren Propheten zu beschäftigen. Die kannte ich auch nicht mal, außer Nostradamus, den kennt jeder. Aber ich habe nie was gelesen von ihm oder von einem Irrmeier, denn der war mir total unbekannt bis vor 2 Jahren. Und habe Dinge eben aus dem FF raus gesagt, wo ich mich dann später, wenn ich das Video angeguckt habe, selber gewundert habe, wie komme ich jetzt da drauf? Das sprudelt eben aus mir raus. Und ich habe schon mehrfach gesagt, dass dieses Wissen in mir drin ist. Das wird mehr oder weniger, zapfe ich mein eigenes Bewusstsein an, mein höheres Bewusstsein, was man dann als Akasha-Chronik oder Akasha bezeichnet, ist ja nichts anderes wie das höhere Selbst, das verbunden ist mit allen anderen höheren Selbsten und mit allem, was je passiert ist, was momentan geschieht und was in der Zukunft geschehen wird. Deswegen ist es gar nicht so schwer, an Informationen heranzukommen. Manche Informationen werden auch aber geblockt, was mich persönlich betrifft, habe ich schon gemerkt. Und deswegen ist es für mich eigentlich keine Überraschung, dass die Dinge eintreten, die ich gesagt habe. Was mich ein bisschen bestürzt, ist die Geschwindigkeit, mit der sie eintreten. Mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Ja. Ich habe gedacht, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, das Leben zu genießen. Ja. Jetzt hätte ich endlich mal die Gelegenheit dazu. In den letzten 60 Jahren hatte ich da kaum die Gelegenheit dazu, weil immer das Geld gefehlt hat oder die Zeit oder beides. Und ja, jetzt geht's mit rapiden Schritten voran. Und eine Genugtuung, sowas kenne ich nicht. Okay. Warum sollte ich eine Genugtuung
verspüren, mir wäre es lieber, ich hätte komplett Unrecht und alles, was ich je gesagt habe, würde als Charlatanerie abgetan werden und als Betrug. Das wäre mir viel lieber. Für die Menschen wäre es mir lieber. Leider ist es nicht so. Es tritt ein, nach und nach tritt alles ein und manche Dinge auch parallel und gleichzeitig. Man kommt gar nicht mehr nach mit Bestätigungen holen oder einholen. Beziehungsweise ich komme nicht mehr nach, mich selber zu bestätigen und sagen, ja, das hat, da habe ich wieder recht gehabt, da habe ich recht gehabt und vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich gesagt, irgendwann gibt es Impfungen und Schlumpfungen gegen alle möglichen Krankheiten und das wird zur neuen Religion, die Schlumpfungen werden neue Religion und mittlerweile kann man es nachlesen. Ich habe über Schlumpfungen gesprochen, als noch gar keiner damit gerechnet hat. Ich habe über Seuchen und Viren gesprochen, wo noch keiner überhaupt jemals im Traum dran gedacht hat. Eine Genugtuung, das war ja die Frage. Nein, die habe ich ganz sicher nicht. So nicht, ja. Was ich gemerkt habe, ist, dass viele Menschen mittlerweile zu mir kommen, die mich vor 5 Jahren noch ausgelacht haben oder beschimpfen haben sogar, oder mir nicht getraut haben, dass viele solche E-Mails bekomme ich von Menschen, die sich entschuldigen, als hätte ich es gehört, und mir Recht geben und mir mittlerweile vertrauen. Ja, und das ist eben bei Voraussagen generell das Problem, dass es die Menschen nicht glauben und immer erst dann, wenn es passiert, dann glauben sie es im Nachhinein. Das ist das Manko an der Prophetie und leider habe ich eine hohe Trefferquote, ich würde sagen 85-90% ist meine Trefferquote und damit kann man sich schon zeigen, würde ich sagen, und stolz bin ich aber deswegen nicht, weil ich sehe es als meine Aufgabe und als meine Berufung an, den Menschen Dinge mitzuteilen. Es ist auch, ich spüre das auch immer so als Drang in mir drin. Es ist wie so ein Drang, der raus will. Also ja. Werde gedrängt, den Menschen Dinge mitzuteilen, damit sie sich vorbereiten können und damit sie sich schützen können. Ja. Ja, und deswegen hören wir auch dementsprechend gespannt zu. Sananda, du hast einmal gesagt, die Spaltung der Menschheit sei für dich etwas Tolles. Kannst du das unseren Zuschauern erklären? Ja, die Spaltung, die habe ich auch schon sehr früh vorausgesagt. Ich habe mal gesagt, es wird irgendwann nur noch Verfolgte geben und diejenigen, die diese verfolgen. Und das ist dann das, was ich als Armee der Finsternis bezeichnet habe. Das heißt, die wenigen göttlichen Menschen auf dieser Erde, auf der oberen Erde, werden verfolgt von den weniger göttlichen Menschen, sprich den Seelenlosen, den Ausgebotten der Hölle. nicht jeder ist es natürlich, aber die meisten. Und viele Menschen werden noch erschrecken, wenn sie feststellen, wie viele dem dunklen System gehorchen und wie viele unterjocht sind mittlerweile, wie viele seelenlose Gestalten es auf der Erde gibt. Die werden sich noch erschrecken, die meisten Menschen, was da auf sie zukommt. Und die Spaltung ist deswegen positiv, meines Erachtens, weil viele Spirituelle kämpfen ja gegen die Spaltung an und machen Sendungen, wie man die Spaltung überwindet und dergleichen und betrachten die Spaltung mehr oder weniger als Problem. Ich betrachte die Spaltung als Lösung, weil die Spaltung zeigt dir als göttlicher Mensch, mit wem du es zu tun hast als dein Gegenüber. Sie zeigt dir, mit welchem Partner, Ehepartner, Freund, Freundin du die letzten Jahre verbracht hast, die dann plötzlich ihr Gesicht zeigen. Und sie zeigen dir vielleicht sogar
das wahre Gesicht deiner Eltern oder deiner Kinder, deiner Brüder, Geschwister, Nachbarn, Freunde, Vereinskollegen, Geschäftskollegen, Arbeitskollegen und so weiter. Ich finde das sehr positiv, weil die allermeisten Menschen ja nur in der Heuchelei gelebt haben bisher und sich gegenseitig nur was vorgemacht haben und nach außen freundlich getan haben. Und weil es nie Spannungen gab und Probleme, hat sich da auch nie was geändert. Und jeder war dann der Meinung, er hat viele Freunde und er hat viele Menschen, die zu ihm halten und dergleichen. Und jetzt durch diese Spaltung, durch Corinna und die Schlumpfungen und jetzt auch durch die neuen Vorkommnisse, die man jeden Tag in den Nachrichten sieht mit dem Krieg, den Kriegen. Es ist ja nicht nur ein Krieg, es gibt ja viele Kriege momentan auf der Erde, ich glaube so um die 200. Und es wird aber immer nur über einen berichtet. Und da spaltet sich dann wieder die Menschheit. Das heißt, in der Regel sind es meistens die gleichen, die vorher bei der Schlumpfung und bei Corinna verschiedener Meinung waren. Das sind in der Regel auch die gleichen, die heute wieder verschiedene oder andere Meinungen haben. Das Bild, was uns präsentiert wird in den Medien. Und dann gibt es die anderen, die das durchschauen. Mhm. Und da prallen dann wieder diese Welten aufeinander. Und dann lernt man wiederum sein Gegenüber kennen. Wie tolerant ist er? Wie intelligent ist er? Wie gebildet ist er? Oder lässt er sich einfach plump aufhetzen, wie die ganze Meute von oben aufgehetzt wird? Und daran erkennt man dann, mit wem man es zu tun hat, mhm, und kann sich dann neu strukturieren und kann sich dann neu organisieren und abgrenzen. Ich finde deswegen die Spaltung sehr gut. Es fällt als nächsten Schritt würde ich noch, wäre es gut, wenn dann jeder, der die eine Meinung vertritt, einen roten Punkt auf der Stirn hätte und wer die andere Meinung vertritt, einen blauen Punkt auf der Stirn hätte. Ja. Dann wird man es noch schneller erkennt. Mhm. Ich persönlich habe ja kein Problem, Menschen sofort zu erkennen, aufgrund meiner medialen Fähigkeiten. Kenne ich sowieso immer ganz schnell, mit wem ich es zu tun habe. Das Problem, in Anführungszeichen, hatte ich ja schon lange oder habe ich schon lange, weil ich eben dann weiß, mit wem ich es zu tun habe und dementsprechend gewappnet bin. Mhm. Und bedeutet aber jetzt nicht, wenn ich jemanden erkenne als Verräter, der neben mir sitzt am Tisch, dass ich das gleich zu erkennen gebe. Warum sollte ich das tun? Da wäre ein Leben ja nicht mehr möglich. Ich müsste dann ja ständig jedem sofort die Meinung ins Gesicht sagen. Das würde ja nur noch täglich eine Keilerei geben. Und das geht ja nicht. Deswegen, ich denke mir dann mein Teil und gebe dem anderen auch die Chance, mich nicht zu verraten. Mhm. Ja. Wenn man Dinge weiß, die passieren können oder werden, dann ist es immer noch so, dass der Gegenüber immer noch die Chance hat, doch nicht ins Negative abzufallen. Und deswegen sollte man auch nicht eingreifen in das Geschehen, um dem anderen die Chance zu geben, nicht das Böse zu tun. Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie gut erklärt. Ja. Und bei der Spaltung ist es ja auch eine Chance. Die geistige Welt gibt den Menschen im Prinzip eine Chance, sich zu entscheiden. Weil um sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse, muss man ja Möglichkeiten haben, aus denen man auswählen kann. Mhm. Und die Menschen bekommen jetzt diese Möglichkeiten. Und das nennen eben die Kritiker Spaltung. Ich nenne es eine Chance. Ich nenne es Möglichkeiten, damit die Menschen sich entscheiden können. Okay. Weil Gott möchte, dass die Menschen sich entscheiden und gibt ihnen die Gelegenheit dazu. Und darum sehe ich die Spaltung positiv. Okay. Sananda, du hast früher oft gesagt, dass
nur das Bewusstsein der Menschen noch etwas an der Zukunft ändern wird können, zum Positiven natürlich. Ist dies schon geschehen oder ist dies noch möglich? Ja, möglich ist alles. Möglich ist immer alles. Und wir leben ja in der Endzeit. Und es gibt ja sehr viele Bewusstseinstrainer und Bewusstseinsforscher. Und die machen Filme und die halten die tollsten Vorträge. Manche sind jeden Tag auf ihrem YouTube-Kanal. Mhm. Bei mir wird das viel zu viel Stress von ihm abgesehen. Und die hören sich so gerne selber reden und sich selber jeden Tag ihr Bildchen angucken auf YouTube. Es gibt so viele derzeitige Bewusstseinsforscher und Astrologen und dergleichen, Astrologinnen und dergleichen, die uns allen erzählen, wie der Transformationsprozess gerade durchläuft, wie toll das sich alles entwickelt und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Wende kommt und bis dann alle Menschen transformiert wurden und plötzlich alle ein hohes Bewusstsein haben. Ich habe darüber schon so oft berichtet, aber ich denke, viele Dinge muss man einfach wiederholen, ja, damit sie hängen bleiben bei den Zuschauern, weil das Bewusstsein, das ist ein Prozess, den wir über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut haben. Wir Menschen, also der Großteil der Menschen, stammt aus der Bewusstseinsevolution, die beginnt mit Mineralien, geht weiter über Pflanzen, über Tiere, dann zum Menschen. Und nach dem Menschen geht es weiter. Dann werden wir in höheren Dimensionen uns weiterentwickeln. Und die Erde ist ein Ort der Bewusstseinsentwicklung, eine Schule. Nichts anderes wie eine Schule. Und wo lernen wir am meisten? Im Leben, im täglichen Leben. Deswegen wird uns eine Bühne präsentiert, um uns zu entwickeln. Und um auf die Frage zurückzukommen, das Bewusstsein entwickelt sich eben in diesen verschiedenen Körpern, indem wir verschiedene Erfahrungen machen. Und wenn diese Menschen, die jetzt momentan auf der Erde leben, so circa 5,5 Milliarden auf der oberen Erde, wenn diese Menschen haben ihren Bewusstseinszustand, den sie haben. Und das ist im Prinzip alles vorherbestimmt, wer jetzt aufwachen soll und wer nicht. Und diejenigen, die nicht aufwachen sollen, die bekommen dementsprechend Blockaden gesetzt, dass sie nicht aufwachen können, weil sie eben noch nicht an der Reihe sind, noch nicht so weit sind. Und die anderen, die werden erweckt nach und nach durch Leid und Schmerz, durch Erkenntnisse und Erfahrungen, je nachdem, wie lang die Zinsschnur ist bei jedem Einzelnen. Und daran wird auch niemand was ändern. Durch 1000 Videos nicht und durch 1000 Aufklärer Videos nicht. Der Prozess ist abgeschlossen. Das Projekt Menschheit ist mehr oder weniger wird abgearbeitet im Moment. Und wer jetzt noch nicht erwacht ist, der wird auch nicht mehr erwachen. Wir können noch einige aufwecken, aber nicht erwecken. Das ist ein großer Unterschied, jemanden aufzuwecken und denjenigen dann zu erwecken. Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe vor Jahren gesagt, dass die Menschheit alles abwenden kann und alles ändern kann, alles in neue Bahnen lenken kann. Und das können sie natürlich nach wie vor noch. Aber ich habe im Moment, die Frage war ja, ob sich da was geändert hat vom Bewusstseinszustand der Menschheit. Die Frage muss ich leider so beantworten, dass sich das zum Negativen verändert hat im Moment. Das heißt, die Menschen sind noch weiter abgefallen vom Bewusstsein. Also ich rede jetzt immer von der Masse. Momentan sind 88% der Menschen seelenlos und von den 12% Beseelten, da schlafen noch um die 90%. Also wir sind recht wenige. Auch viele Zuschauer, die jetzt dieses Video anschauen, werden vieles nicht verstehen, was ich sage. Wir sind recht wenige. Irgendwann wird mich gar keiner mehr verstehen.
Und wir sind sehr wenige. Und viele verwechseln dann auch, dass wenn jemand demonstriert oder auf die Politik schimpft oder sein altes Leben wieder will, dass der sich dann im Bewusstsein verändert hätte, dass der aufgewacht wäre. Nein, diese Rebellen und Unzufriedenen, die gab es schon immer. Die gab es schon im Mittelalter, die gab es immer. Ja. Es hat mit Erwachen nichts zu tun und mit Bewusstseinsanhebung nichts zu tun. Die sind einfach gefrustet und haben Angst, das ist alles. Aber mit Bewusstseinsanhebung hat es gar nichts zu tun. Das geschieht in jedem Einzelnen selber. Und das ist ein langer Prozess, den kann man nicht mal so schnell erhöhen. Mhm. Und im Moment ist das Bewusstsein der Menschheit leider weiter gefallen. Und ich hoffe, dass die Menschen die Kurve noch kriegen. Ja, das ist wirklich zu hoffen, ja. Sanander, du kämpfst für die Tiere dieser Welt wie kaum ein zweiter. Niemand gibt den Tieren eine so kräftige Stimme wie du. Wie steht es um die Tiere, die andere Tiere essen? Ich meine damit die Millionen von Haustieren wie Hunde und Katzen, die täglich mit Fleisch gefüttert werden. Ist das denn göttlich überhaupt erlaubt, dass Tiere für andere Tiere sterben müssen? Ja, das ist eine lange Geschichte mit den Tieren. Einmal ist das so, dass wenn die Tiere sich gegenseitig fressen, dann ist das eigentlich eine Sache zwischen den Tieren und nicht zwischen Menschen und Tieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, vergleichen wir uns Menschen mit den Tieren oder sehen wir uns als darüber? Und wenn wir Menschen dann sagen, ja, da die Tiere sich ja gegenseitig essen, können wir die Tiere ja auch essen. In dem Moment stellen wir uns ja auf die Stufe der Tiere. Das heißt, wir gehen eine Stufe nach unten und vergleichen uns mit Raubtieren und geben ja mehr oder weniger zu, dass wir Raubtiere sind. Weil wir ja sagen, wenn die Tiere sich gegenseitig essen, können wir sie auch essen. Mhm. Aber die Prüfung lautet ja, sich darüber hinweg zu erheben und höher zu werden, höher zu steigen als die Tiere. Und wenn wir Tiere essen, gehen wir nach unten. Das heißt, wir steigen nach die Leiter nach unten. Also man muss differenzieren, essen Tiere Tiere oder essen Menschen Tiere. Das ist eigentlich der Unterschied schlechthin. Mhm. Viele Tiere, die bei uns auf der Erde sind, sind auch nicht vom Schöpfer hierher gebracht worden, sondern vom Antischöpfer. Wir haben auch hier die zwei Arten und zwei Spezies von Tieren auf der Erde. Es gibt Tiere, die sind den Menschen nicht richtig so wohlgesonnen und sehr gefährlich und bösartig. Solche Tiere gibt es. Also Parasiten, meine ich jetzt mal so. Mhm. Stechmücken, mit denen müssen wir nicht unbedingt Freundschaft schließen. Und sie, oder Zecken. Und es gibt ja so viele bösartige Tiere, die gefährlich sind. Und auch die Raubtiere, oder viele Raubtiere in Anführungszeichen, wurden jetzt nicht unbedingt vom Schöpfer hierher gebracht, sondern es wurden auch wie zum Beispiel Haie oder also ganz gefährliche Wesen, wobei die auch nicht immer so gefährlich sind. Aber ich will es nicht unbedingt testen. Viele derartige Tiere wurden vom Antischöpfer hier auf der Erde platziert. Und die haben sich dann vermischt. Und dadurch wurde dieses Klima geschaffen. Der eine frisst den anderen, der größere frisst den kleineren, der schnellere frisst den langsameren. Das eine ist ein Beutetier, das andere ist ein Fluchttier, das andere ist ein Raubtier. Das ist ja alles nicht wirklich göttlich. Das ist mehr oder weniger von der Dunkelheit auch inszeniert. Das sind Programme, die installiert wurden, um uns Menschen eben genau dieses Bild aufzuzeigen, dass es gut ist, wenn wir Tiere essen, weil die Tiere machen es ja auch. Das ist die Falle. Und die Menschen müssen eben lernen, sich über die Tiere zu stellen und sich nicht wie Tiere zu verhalten.
nicht wie Raubtiere zu verhalten, weil sie sonst die Prüfungen nicht bestanden haben. Und ich kenne natürlich das Problem von vielen Klienten, die sagen, mein Hund frisst kein veganes Futter, meine Katze frisst kein veganes Futter, was soll ich tun? Ja, das ist ein Problem und ich verstehe auch, dass es nicht leicht zu lösen ist und deswegen ist jemand nicht gleich ein böser Mensch, nur weil er seiner Katze Whiskas gibt oder dergleichen. Deswegen ist er nicht gleich ein böser Mensch. Es sind eben alles Programme, die uns implantiert wurden und wir müssen eben schauen, dass wir langsam Schritt für Schritt aus diesen Programmen herauskommen. Und deswegen muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, nur weil er sein Haustier mit Fleisch füttert. Er sollte einfach Geduld haben. Bei Katzen ist es zum Beispiel ganz schwer, die nach ein paar Jahren umzustellen, ist fast unmöglich. Wenn man das macht, dann muss man sofort machen, von Geburt an, die sofort vegan füttern oder zumindest vegetarisch. Und die Gesetzgebung und die Medien und die Gesellschaft, die pläut uns ja ein, dass es gefährlich ist, wenn Raubtiere, da gehören auch Katzen und Hunde dazu, kein Fleisch essen, dann sei das eine Mangelernährung. Und in manchen Ländern muss man sogar aufpassen, dass man da nicht noch angezeigt wird, wenn man sein Tier nicht fleischhaltig ernährt. Also das ist eben alles von oben indoktriniert zum Negativen. Was ich den Menschen mit auf den Weg geben will, ist, sie müssen sich nicht schlecht fühlen, nur weil ihre Katze noch Fleisch isst. Es ist ein Prozess, der dauert und der kann Generationen dauern. Man könnte den natürlich beginnen. Ich weiß nur nicht, ob die Menschen noch so lange Zeit haben, das umzubauen, aber sie sollten zumindest das Bewusstsein dafür entwickeln, dass es nicht in Ordnung ist, wenn wir Tiere essen, egal wer sie isst, ob es Tiere sind, die Tiere essen, oder ob es Menschen sind, die Tiere essen. Es ist eigentlich nicht in Ordnung. Nein, Gott will nicht, dass irgendjemand sterben muss und gefressen werden muss, damit ein anderer überleben kann. Das will Gott nicht. Das wollte der Antigott. Er will das. Er hat es eingeführt. Und er hat diese Programme installiert in den Tieren und in unseren Köpfen. Und die Programme müssen wir wieder deinstallieren. Wir müssen davon wegkommen. Darum, wie gesagt, das ist ein Prozess. Und da müssen wir dran arbeiten. Und die Menschen müssen sich über die Tiere stellen, im ethischen Sinne, und sich nicht mit ihnen vergleichen und selber sich mit einem Raubtier vergleichen. Weil das ist die Falle und das ist auch die Prüfung. Okay. Sananda, die Menschheit, die zerstört sich offensichtlich gerade selbst, kann man so sagen. Wenn man so manche Regierung näher betrachtet, gewinnt man aber nicht den Eindruck, nicht selten den Eindruck, dass es sich nicht um Politiker handelt, sondern um fanatische, extremistische und religiöse Sekten, die nur ein Ziel haben, ihre persönlichen und wahnwitzigen Ziele und Wünsche durchzusetzen. Warum merken die Menschen oder die Wähler nicht, was sie da wählen? Und warum werden die oft aberwitzigen Entscheidungen, die offensichtlich dem eigenen Land massiv schaden, von der Mehrheit der Bevölkerung einfach so hingenommen? Was stimmt mit den Menschen nicht? Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. 88% der Menschen sind seelenlos, haben keinen göttlichen Zugang mehr. 25% der Menschheit generell sind Reptiloiden, die haben überhaupt keinen göttlichen Zugang. 6% sind Klone, die haben überhaupt nichts. Manche stehen vor der Kamera von den Klonen. Man merkt es dann, wenn sie kaum richtige rhetorische Aussprachen von sich geben können und Gestammel von sich geben und null Gefühle zeigen. Manche Minister sind Klone. Das Problem ist aber, dass viele der Menschen draußen eben diesen göttlichen Zugang nicht mehr haben. Das heißt, sie können weder sich hinterfragen,
noch können sie unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sie sind im Prinzip Roboter, Bioroboter. Und sie merken nicht, was da passiert und entwickelten so eine Art kognitive Dissonanz. Das heißt, selbst wenn sie es dann irgendwann merken, dann verdrängen sie es und sagen, ich kann eh nichts ändern, können sie doch machen, was sie wollen, mir doch egal. Und irgendjemand muss ja in die Politik und irgendjemand muss ja das Ganze machen. Also wählen sie zwischen Not und Elend und Verderben. Mhm. Also im Prinzip egal, wen sie wählen, es geht immer gleich aus. Weil alle unter der gleichen Direktive laufen, das heißt, die Richtung wird vorgegeben von ganz weit oben. Und die ganz oben, die kontrollieren alle Parteien. Also spielt es auch keine Rolle, welche Partei ich wähle. Und manchmal macht es den Eindruck, als wäre eine Partei da, die jetzt wirklich gut ist und ganz tolle Ansätze hat und wo man sagt, genau, das ist es, der hat recht und der muss an die Macht. Und dann wählen sie die, dann geht es nicht lange, dann wird die Partei unterwandert und plötzlich ändern die ihre Meinung und reden ganz anders. Sieht man ja bei den Grünen in Deutschland, die Antikriegspartei, die Friedenspartei, die Umweltschutzpartei ist heute der größte Kriegstreiber der Welt. Niemand anderer ist heißer auf Waffenlieferungen wie die Grünen. Und in ihrem Wahlversprechen haben sie noch gesagt, sie sind gegen Waffenlieferungen. Ja, also kann niemandem mehr glauben und man kann niemandem mehr vertrauen. Und das Problem bei den Menschen ist eben, und das war ja, glaube ich, die Frage, warum lassen sie das alles zu? Genau. Ich frage mich das jeden Tag. Als Mensch frage ich mich das jeden Tag, weil ich es nicht fassen kann. Ich bin auch oft fassungslos und man kann nur noch den Kopf schütteln und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und will es auch nicht wahrhaben, obwohl ich ja weiß, warum es so ist. Mhm. Aber in mir schlummern ja auch zwei Herzen, einmal das göttliche, allwissende Herz und einmal das menschliche. Ich lebe ja auch noch als Mensch hier. Und es wird schwer werden, daran was zu ändern, an dem Gesamtzustand der Menschheit. Noch was zu ändern, wird fast unmöglich werden und sein. Okay. Sananda, du sagst immer wieder, dass wir auf keiner Erdkugel leben, sondern auf einem flachen Planeten mit einer Kuppel. Warum genau meinst du, dass dies die Mutter aller Lügen sei? Und ja, was gibt es noch für große Lügen? Kannst du uns zu diesem Thema etwas sagen? Ich habe gerade den Tennisball von meinem Hund auf dem Schreibtisch liegen. Der wurde schon bearbeitet, offensichtlich. Ja, ja, jetzt stell dir mal jemand vor, das wäre die Erdkugel. Mhm. Und du wohnst jetzt hier in Südamerika und willst mit dem Boot hier den Atlantik hoch. Und erst hängst du ja unten, das heißt mit dem Kopf nach unten. Das heißt, das Schiff ist hier im Wasser und die ganze Besatzung hängt mit dem Kopf nach unten im Schiff. Und nur durch die Schwerkraft wird das Schiff gehalten. Und jeder hängt genau richtig und er kriegt auch keinen Bluthochdruck oder so. Weil die Schwerkraft das Blut ja nach oben zieht, durch die Füße. Dann geht das Schiff hoch. Ja, und dann muss es hier die Kurve kriegen und dann geht es senkrecht nach oben, das Schiff. Ja, und jetzt hängen sie alle im rechten Winkel. Die ganze Besatzung hängt jetzt im rechten Winkel. Also die hängen jetzt nicht mehr nach unten, sondern die hängen im rechten Winkel im Boot. Also der Kopf ist quasi auf der Seite. Und das Blut und das Schiff und alles wird wieder von der Schwerkraft so angezogen, dass es genau in dem Winkel bleibt. Und danach geht das Boot hoch und jetzt so langsam kommen sie in einigermaßen aufrechte Schräglage, gell? Und dann geht es
wieder runter. Also es ist ein Abenteuer mit dem Schiff oder mit einem Schiff, und das Gleiche gilt auch für die Autos, ein richtiges Abenteuer auf dieser Erdkugel, Auto zu fahren. Ich stelle mir dann manchmal vor, die Gravitation, die Schwerkraft lässt mal kurz nach, aus irgendeinem Grund, und die fallen alle hier runter dann mit einmal ins Weltall und sind verschollen. Ja, also eine sehr gewagte Theorie mit der Erdkugel. Ich wundere mich, warum die Menschen das so lange geglaubt haben und viele, 99% immer noch glauben. Für mich nicht nachvollziehbar. Ich persönlich habe mich früher, ehrlich gesagt, nicht um die Erdkugel gekümmert. Ich habe nur zu meiner Frau immer gesagt, ganz früher, vor 30 Jahren, mich wundert immer nur, dass da keiner runterfällt. Das ins Weltall, das habe ich immer gesagt. Aber man ist ja dann immer so beschäftigt, die Menschen werden ja ständig abgelenkt. Durch Arbeit, durch Probleme und durch Vereine und Sportaktivitäten und durch das tägliche Unterhaltungsprogramm eben. Also durch das Unterhaltungsprogramm werden die Menschen ja abgelenkt, damit sie eben nicht nachdenken. Würden die Menschen mal mehr nachdenken, dann würden sie dann alleine durch die logische Denkungsweise irgendwann erkennen, dass sie gar nicht rund sein kann, dass es einfach nicht möglich ist. Es ist einfach nicht möglich. Und das Wasser hängt ja auch nicht. Jeder weiß, dass Wasser sich immer anpasst. Wasser kann nicht rund sein. Es gibt kein rundes Wasser. Wasser passt sich immer der Form an. Und würde die Erdkugel rund sein, würde das Wasser dann irgendwann nach unten ablaufen. Weil es kann ja nicht kleben. Es ist alles so vag, so irre, diese Erklärungen. Oder wenn Sie sagen, Galileo Galilei hätte das schon vor ein paar hundert Jahren gewusst, dass die Erde rund ist. Wie soll denn der das gewusst haben? Mit was denn? Wie soll er das gesehen haben? Wie? Und dann haben Sie festgestellt, dass die Erde genau 149 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist. Wir hatten das gemessen. Wir können ja nicht mal ein Radar messen bei der Geschwindigkeitsüberschreitung. Da müssen Sie 3% Toleranzabzug machen oder 5%, weil Sie es nicht genau messen können. Aber Sie können genau messen, wie weit die Erde von der Sonne weg ist. Und wenn man dann das alles mal so genauer nachprüft und die Videos mal wirklich ernst nimmt von der flachen Erde, dann wird jeder intelligente Mensch irgendwann sagen, Scheiße, sorry für das Wort, aber da ist was dran, die kann nicht rund sein. Und warum das die wichtigste Lüge aller Lügen ist, die Mutter aller Lügen, ist ganz einfach. Wenn die Menschen erkennen würden, dass es eine Lüge ist, die Erdkugel, dann würden sie merken, dass sie angelogen werden von ihren Politikern, von ihren Grundschullehrern, von ihren Universitätsprofessoren, von den hohen Wissenschaftlern, von der NASA. Die ganze Klimadebatte würde nicht stattfinden, weil alles gelogen ist. Alles baut auf der Kugelerde auf. Alles. Und wenn diese Lüge wegfällt, dann kracht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Man sollte sich ja auch fragen, warum machen sich denn im Internet so viele Menschen Sorgen drüber? Und bei YouTube, dass die flache Erde-Videos alle ganz unten gelistet sind. Warum werden flache Erde-Anhänger lächerlich gemacht und verhöhnt und als verrückt und irre hingestellt und als Verschwörungstheoretiker, und man lacht sich tot über sie? In Brasilien gibt es schon 15 Millionen Menschen, die an die flache Erde glauben. Das kommt nicht groß im öffentlichen Fernsehen. Und weil dann alle Lügen zusammenkrachen, alles kracht zusammen, CO2-Lüge, die Klimalüge, Umweltschutz, alles könnten Sie vergessen. Sie könnten alles vergessen. Treibhausgase. Und alles könnten Sie vergessen. Das ist alles, alles gelogen. Und die begrenzten Ressourcen, dass wir kein Öl mehr hätten und so. Das ist auch alles gelogen. Wir hätten Öl ohne Ende. Die Erde hat so viel Öl, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt die Erde uns gerne und freiwillig als Energie.
Und das wird uns verwehrt. Und wir sehen ja jetzt im Energiekrieg, zu was sie alles fähig sind. Die Eliten, die Herrscher, die Reptiloiden, zu was sie fähig sind. Und sie werden noch zu viel mehr fähig sein. Irgendwann werde ich das, was ich jetzt sage, nicht mehr sagen dürfen. Irgendwann werden Videos gelöscht werden, Bücher verboten werden. Sie werden dafür sorgen, dass die Wahrheit verschwindet. Und die Kugelerde ist die größte aller Lügen überhaupt. Und jeder, der spirituell arbeitet oder als Bewusstseinsforscher arbeitet oder als Aufklärer arbeitet, der erzählt immer nur die halbe Wahrheit, wenn er noch an die Kugelerde glaubt. Es gibt ja auch Astrologinnen und Astrologen und Bewusstseinsforscher, die bewusst den Leuten sagen, dass die flache Erde eine Verschwörung sei und die Erde rund sei, weil viele drehen sich so hin, wie sie es brauchen. Und wenn dann die Erde nicht mehr rund wäre, dann würde quasi ihre gesamte Arbeit in Frage gestellt werden. Das wollen sie nicht. Schlagen sie sich auf die Seite der Kugelerde und sie lügen deswegen ihre Leute an. Sie lügen. Ich mache das nicht und ich sage knallhart, was ich denke und wo ich die Wahrheit sehe, ob ich dann Kunden verliere, Klienten verliere oder mich selber in Frage stelle, weil ich vielleicht vor 8 Jahren noch nicht an die flache Erde geglaubt habe. Das mag ja sein, aber ich bin wenigstens so ehrlich und gebe es heute zu. Man muss zur Wahrheit stehen, auch wenn es einen selber trifft. Man muss zur Wahrheit stehen. Und diese Authentizität, die haben die meisten nicht in verantwortungsvollen Positionen sind. Die Wissenschaftler, die lügen alle, weil sie leben von dem Geld, was sie bezahlt kriegen von der Pharma. Und sie leben vom System auf irgendeine Art und Weise. Und wenn sie sich outen würden, würde das System sie abkuppeln. Und dann haben sie ein finanzielles Problem, ein existenzielles Problem. Also diese Menschen sind Heuchler, sie verkaufen mehr oder weniger ihre Seele für die Lüge. Und sie werden das alles eines Tages zurückkriegen, diese Menschen. Und wenn jemand sagt, es sei doch nicht wichtig, welche Form die Erde hat, ob sie jetzt eine Kartoffelform hat oder eine Gurkenform oder flach wäre oder rund, das wird doch nicht wichtig sein. Die haben gar nichts verstanden. Weil da damit steht und fällt alles. Das ganze System auf dieser Erde fällt und steht da damit. Deswegen ist es so wichtig. Okay. Sananda, du sagst und auch andere Propheten aus früheren Zeiten, dass nun die sogenannte Endzeit kommt. Du redest auch von kommenden Kataklysmen, dem Versinken ganzer Kontinente, und dem Entstehen neuer. Da du meist recht hattest, bisher achten immer mehr Menschen auf deine Aussagen. Können wir Menschen überhaupt noch etwas an all dem Kommenden ändern? Und wie und wo entsteht dann die sogenannte neue Erde? Wer wird diese neue Erde dann noch bewohnen, wenn alle gestorben sind oder tot sind? Ja, alle werden ja nicht sterben, vermutlich. Also, letztendlich ist ja so, viele Menschen haben ja so Vorstellungen, wie die neue Erde aussehen soll. Und es gibt ja auch Kollegen und Bewusstseinsforscher und Astrologen und alle möglichen Leute, die im spirituellen Sektor tätig sind, meditieren mit ihren Kunden und wollen dann in ihrer Meditation die neue Erde erschaffen. Und das ist das Gleiche mit dem Visualisieren. Ich bin eigentlich da dagegen. Ich habe mir noch nie irgendwas visualisiert, was ich möchte. Weil, als Beispiel, viele sagen, du musst dir genau vorstellen, visuell, im meditativen Zustand, wie viel Geld willst du haben? Wie soll dein Haus aussehen? Welches Auto möchtest du fahren? Und so weiter. Und dass die sich quasi alles ganz genau vorstellen und dann materialisieren sie das irgendwann, das wird denen verkauft. Und ich sehe das eben nicht so. Ich sehe das so, ich habe zum Beispiel immer meditiert und habe immer nur gesagt, ich möchte in die Fülle kommen. Lieber Schöpfer von mir, der du bist, mach das, was ich brauche und was mir zusteht. Das möchte ich haben
und nicht mehr, nicht weniger. Ich habe nicht im Traum habe nicht gesagt, ich will das und das Auto, ich will dieses Haus, ich will so und so viel Geld und so weiter. Nein, ich habe diesem Schöpfer überlassen, dass er mich in die Fülle bringt. Und das ist passiert. In jedem Bereich. Es konnte die Dunkelheit nicht verhindern. Und so ähnlich sehe ich das auch bei der neuen Erde. Die Menschen machen sich dann Gedanken über irgendwelche Systeme, über neue Finanzsysteme und über neue Lebensweisen und dergleichen. Und wie das alles aussehen soll und wollen das dann manifestieren in Weltmeditationen und Friedensmeditationen und so weiter. Anstatt dass sie einfach sagen, ich bin hoffnungsvoll für die Zukunft und überlasse meinem Schöpfer die Gestaltung meiner Zukunft. Er meint es gut mit mir und er wird mich auf den richtigen Weg führen. Ich überlasse ihm mein Schicksal. Ich gebe mein Schicksal in seine Hände. Möge er mich in Frieden und in Harmonie und in Fülle bringen, zum Beispiel. Und dann überlasse ich mehr oder weniger das dem allmächtigen Schöpfer. Und so das Gleiche funktioniert auch, oder so ist es auch mit der neuen Erde. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie die genau aussehen wird. Das wäre fatal, das zu behaupten, wie die genau aussehen wird. Wer die genau erschafft. Ich weiß nur, dass ich hier bin, um mitzuhelfen, Menschen in die neue Erde zu bringen. Und er wird auf jeden Fall feinstofflicher sein. So viel weiß ich. Das heißt, wir werden wieder weggehen von der Materie. Wir sind am untersten Level der Materie angelangt. Fast. Und danach fängt es mehr oder weniger wieder von vorne an. Das heißt, die Menschen, die dann übrig bleiben, werden feinstofflicher und werden wieder ihre geistigen Fähigkeiten bekommen. Und leider müssen alle, die nicht auf die neue Erde gehen, müssen leider diesen Planeten verlassen. Und das ist eben der Großteil der Menschheit. Über 92% wird diese Erde in den nächsten 14 bis 20 Jahren verlassen. Und da bleiben einige übrig und die werden dann wieder von vorne anfangen. Aber auch die werden sich verändern, werden neue Körper bekommen, werden Lichtkörper bekommen und werden sich mehr oder weniger, werden durchlässig werden. Also es wird sich sehr vieles verändern. Es wird nicht so sein, dass wir jetzt mal so geschwind mit unserem jetzigen Körper mal geschwind so in die neue Erde übergehen und dann dort weiter malochen und weiterarbeiten und aber eben auf einem höheren Level und alles friedlicher. Ganz so einfach wird es nicht sein. Wir müssen da erst noch durch ein tiefes Tal durch und die Spaltung wird dann die Spreu von Weizen trennen. Und man sollte einfach vielleicht mehr Gottvertrauen entwickeln und diese Dinge auch den höheren Mächten überlassen und nur das tun, was in seiner Macht steht und das dann auch tun. Aber nicht immer Gott spielen wollen. Okay. Sananda, du hast es schon angedeutet, was kommt auf uns Menschen in den nächsten Jahren noch zu? Wird es konkret einen dritten Weltkrieg geben? Wird es einen Atomkrieg geben? Und wird es sogenannte Blackouts geben? Ja, also vor einem halben Jahr, als ich noch die geistige Welt gefragt habe, ob es einen Weltkrieg gibt, kam noch ein striktes Nein. Mittlerweile bekomme ich die Antwort vielleicht. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder zu einem großen Krieg kommt. Gewisse Mächte arbeiten ja intensiv daran, das zu erreichen. Die Bestrebungen laufen ja dahingehend, den Ukraine-Krieg derartig ausufern zu lassen und andere Länder mit reinzuziehen, dass es eben zu diesem Super-GAU kommt. Offenbar hat die Menschheit nichts gelernt aus der Vergangenheit. Sie macht immer wieder die gleichen Fehler. Ja. Also es ist nicht ausgeschlossen. Nach meinen heutigen Erkenntnissen ist es aber auch nicht
entschieden, ob es den Dritten Weltkrieg gibt. Also er ist möglich, aber er ist nicht sicher, aber auch nicht ausgeschlossen. Das ist der momentane Stand. Und das kann sich in vier Wochen schon wieder ändern. Das kann sich schon, wenn morgen Friedensverhandlungen wären, würde sich das morgen schon ändern. Aber nach dem jetzigen Stand ist es eben so, dass die Entwicklung dahin geht, dass es zur totalen Zerstörung kommen könnte und vielleicht auch wird. Das ist der momentane Stand. Und Blackouts wird es natürlich geben, aber jetzt nicht flächendeckend, also gleichzeitig, sondern immer nur temporär und an verschiedenen Orten. Das wird es natürlich geben. Aber hauptsächlich werden sich die Herrschenden damit begnügen, uns zu tyrannisieren, indem sie stundenweise oder tageweise den Strom abstellen und die Energiezufuhr abstellen. Es ist möglich und wahrscheinlich, dass es rationierten Strom gibt, dass es rationierte Energie gibt, rationiertes Benzin gibt und so weiter. Das wird wahrscheinlich kommen. Was auch nicht ausgeschlossen ist, ist, dass die Militäreinsätze kommen im Inland. Es läuft momentan alles dahingehend hinaus. Und durch diese derzeitigen künstlich geschaffenen Verknappungen der Energie, die ja nicht nötig wären, sondern nur aus ideologischen Gründen stattfinden, wird natürlich das auf die Spitze getrieben, weil das Gas und das Öl und den Strom, den die Europäer nicht mehr aus Russland beziehen, kaufen sie jetzt woanders auf dem Weltmarkt zu überhöhten Preisen und nehmen somit den ärmeren Ländern auf der Welt Energien weg, die dann wiederum die Probleme schon haben, die wir vielleicht kriegen könnten. Das heißt, in Pakistan gibt es schon Blackouts im ganzen Land, weil sie kein Geld mehr haben, das teure Gas zu bezahlen, weil die Europäer alles wegkaufen auf dem Markt, nur aus ideologischen Gründen, weil sie eben von Putin nichts mehr wollen. Und ja, aber ich will jetzt nicht in die Politik gehen. Und ich bin Geistheiler und Exorzist und kein Politologe und kein politischer Aufklärer. Ich bin aber auch Mensch und Bürger und betrachte das, was jeden Tag passiert und bin erschüttert über die Menschen, die das alles dulden. Und wenn die Menschen nicht bald aufwachen und da irgendwas passiert, dann wird es ganz, ganz böse werden. Okay, befürchte ich auch im Moment, ja. Sananda, du hast über 300.000 Behandelte. Sind alle deine Klienten so hoch vom Bewusstsein durch deine Anhebung? Oder gibt es auch Klienten, die unter die 87%, waren es glaube ich, fallen, der Seelenlosen, die es auf der Welt gibt? Ja, ich habe nur hochentwickelte Klienten. Und die sind alle ganz hoch im Bewusstsein. Und nein, viele Klienten, die mich beauftragen, die haben nicht immer nur ein hohes Bewusstsein. Manche wollen einfach nur geheilt werden. Und sie genießen natürlich einen immensen Vorteil. In dem Moment, wo sie mir einen Auftrag geben, werden sie an mein Bewusstseinsfeld angeduckt und steigen im Bewusstsein nach oben. Das heißt, sie haben auf einmal ein höheres Bewusstsein. Sie werden zum Beispiel vom Orion-Mantis mit Seele zum Santiner mit Seele. Oder ein Santiner wird plötzlich zum Indigo-Arcturianer. Oder ein Plejader wird zum Indigo-Santiner. Ja, und dann, solange das so bleibt, ist auch alles in Ordnung und alles in Butter. Nur passiert dann eins, die Menschen werden geprüft. Ob Kunde oder Klient von mir oder Nicht-Klient von mir, spielt dann keine Rolle. Sie werden geprüft, sie bekommen teilweise astralen Besuch, sie werden vielleicht sogar verfolgt, drangsaliert, sie werden manipuliert von Bekannten, Freunden und Verwandten gegen mich, gegen das Göttliche und werden somit indoktriniert. Und dann entscheidet sich's, wie stark ist dieses Wesen, wie stark ist dieser Mensch? Kann er standhalten oder überwiegt wiederum die dunkle Einflüsterung und er fällt wieder
zurück in alte Muster, in alte Gewohnheiten. Und dann kommen die ersten negativen Gedanken gegen mich. Ah, ich weiß auch nicht so richtig. Und dann geht's schon los. Hm. Und dann, irgendwann fallen sie wieder ab und können sogar ihre Seele verlieren. Das heißt, sie haben die Prüfung nicht bestanden. Und viele Eigenschaften, wie negativen Eigenschaften, wie Hass, Neid, Missgunst, Rachsucht und andere egoistische Merkmale, die manche Menschen oder viele Menschen haben, werden verstärkt getestet werden in der Behandlungszeit. Und ich bin sowas wie eine Messlatte und an mir scheiden sich dann die Geister. Und deswegen ist die Frage somit zu beantworten, ja, auch Klienten von mir können abfallen und werden abfallen und werden ihre Seele verlieren. Ja, es ist leider so. Vielleicht prozentual nicht so viele wie vom Gesamtdurchschnitt der Menschheit, weil viele die Energie halt doch behalten können oder halten können oder immer Wiederholungsaufträge machen und vor allem geduldig sind. Und das ist das größte Manko von den meisten Menschen, dass sie ungeduldig werden, ja, und jetzt endlich geheilt werden wollen. Verdammt nochmal. Und jetzt bin ich schon 3 Monate da und habe immer noch meine 20 Zentimeter Verrunkelwunde. Jetzt reicht es mir aber gar langsam. Mach mal was aneinander. Was ist denn da los? Mhm. Ja, und manchmal bekomme ich so geartete E-Mails und ich kann da gar nicht mehr reagieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reagieren soll, weil wie unbewusst kann ein Mensch sein? Und genau solche Leute werden dann nicht geheilt, weil Gott genau solche Leute nicht heilt. Mhm. Also, wenn jemand jetzt überlegt, wie kann ich jetzt in der Energie bleiben, damit ich nicht abfalle, einfach geduldig sein und immer im Vertrauen bleiben, weil letztendlich entscheide ja nicht ich. Ich bin ja mehr oder weniger unter dem Mittel zum Zweck. Gott entscheidet, ob der Klient diese Energie behält oder nicht. Mhm. Und in allerletzter Konsequenz entscheidet jeder Klient selber, wie es mit ihm weitergeht. In dem Moment, wo ein Klient entscheidet, ich bin nicht geheilt und er hat mir nicht geholfen, in dem Moment hat er die Entscheidung getroffen und dann wird genau das eintreten. Genau das, was er entschieden hat, wird eintreten. Und dann wird er abfallen, gnadenlos abfallen und wird mich irgendwann hassen und wird irgendwann auch Gott hassen und wird irgendwann verloren untergehen. Das ist dann schon sein Schicksal. Jeder hat jetzt die Chance, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, indem er sich für das Positive entscheidet, egal wie lange es dauert und egal wie schwer es ist. Okay. Sananda, du bist ein sogenanntes Targeted Individual, eine Zielperson vom Geheimdienst. Du wirst verfolgt, drangsaliert, verleumdet, diffamiert, bekämpft und angegriffen auf allen Ebenen. Hat sich da etwas geändert mittlerweile durch die derzeitigen Umwälzungen, die auf der Erde im Gange sind? Genau das habe ich heute Morgen zu meiner Frau gesagt. Ich glaube, die würden uns noch im Bombenhagel verfolgen. Mhm. Also anscheinend sind wir so wichtig, dass sie uns, egal was da draußen auf der Welt passiert, egal ob ich jetzt Bettler bin oder Milliardär, egal ob Dritter Weltkrieg ist, egal ob es Strom gibt oder nicht, die verfolgen uns. Wir sind immer da. Wenn ich rausgehe, ist das System ist so perfide aufgebaut, dass diese göttlichen Menschen und Indigo-Menschen verfolgt werden. Das ist so perfide aufgebaut und das übersteht alle Generationen. Das gab es schon im Mittelalter, das gab es schon vor 2000 Jahren. Mit Jesus hat es angefangen und seitdem werden alle göttlichen Menschen verfolgt auf der Erde. Wir denken nur an die Inquisition, wir denken an die ganzen Kriege, wir denken an das Leid der Menschen. Alles ist irgendwo organisiert und von den Menschen so gemacht worden.
Wir haben es zugelassen. Aber diese Dinge, die mir passieren und meiner Familie, die haben damit nichts zu tun. Das sind externe Organisationen, das sind außerirdische Kräfte, die das steuern. Und die steuern das schon über Jahrhunderte hinweg, über alle anderen Vorkommnisse hinaus. Das heißt, es ist total unabhängig. Wir sind immer in dem Fokus von denen, egal was da draußen passiert. Ich sehe es jeden Tag, wenn die Gestalten kommen, wenn sie mich verfolgen, wenn sie an mir vorbeilaufen, wenn sie mich auflachen, wenn sie mit dem Auto hinterherfahren, hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Und dazu kommen dann nur noch die weltlichen Helfer, die bezahlt werden von den Behörden. Das ist ja strukturiert von ganz oben. Alles wird instrumentalisiert. Jeder, der irgendwie einen Zugang zu uns hat, wörtlich gesehen, wird instrumentalisiert und gegen uns aufgebracht. Was sie denn genau erzählen, das weiß ich immer noch nicht. Aber es muss irgendwie so gut sein, dass sie das tun. Weil ich frage mich dann oft, warum tun das Menschen? Warum verfolgen die jemanden, den sie gar nicht kennen? Warum plagen die jemanden, den sie nicht kennen? Ja, da gibt es nur eine Antwort, weil sie bösartig sind. Und leider ist das Gros der Menschen bösartig. Das ist leider so, muss ich leider feststellen, dass das Gros der Menschen bösartig ist und die sind die Ausnahmen. Das ist eben meine Feststellung. Und an den Verfolgungen hat sich nichts geändert. Auch die astralen Angriffe. Ich habe ständig irgendwelche Wesenheiten da. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren, weil ich sonst nicht mehr leben könnte. Ja. Lustig ist es immer, wenn die Katze bei Annette auf dem Arm liegt und dann genau sieht, wo diese Wesen sind. Und das ist dann immer eine Bestätigung für mich, dass es andere auch sehen. Also das sind Wesen, die so abgestellt als Bodyguard im negativen Sinne, die mir ständig auf den Fersen sind und die mich ständig versuchen zu manipulieren und energetisch zu beeinflussen und gefühlsmäßig zu beeinflussen. Und da habe ich zum Glück im Laufe der Jahre einen dicken Mantel mir zugelegt, emotionsmäßig, um da nicht immer zu reagieren und immer in der Mitte zu bleiben unter den schwierigen Voraussetzungen. Ich denke, dass sich das kaum einer vorstellen kann. Die meisten Zuschauer wissen nicht mal, was ein Targeted Individual ist oder was organisiertes Stalking ist oder Gangstalking oder was ein Indigo ist. Die haben überhaupt keine Ahnung von solchen Dingen. Und die Pseudowissenschaft, die an den Universitäten lehrt, die lernen ihren Schülern ja was von Schizophrenie und Paranoia und dergleichen. Das existiert alles gar nicht. Das existiert alles nicht. Das sind alles Erfindungen, um Menschen, die verfolgt werden, unglaubwürdig zu machen. Und diese Organisationen, die solche Menschen wie uns verfolgen, die werden immer größer. Immer mehr Menschen schließen sich diesem dunklen System an und es sind nicht nur einzelne Gruppen und Gruppierungen mittlerweile, die uns verfolgen, sondern ich habe festgestellt im Laufe der letzten 6 Monate, dass es mehr oder weniger so eine Art Gesellschaftsphänomen wird mittlerweile und dass diese Freimaurerorganisationen es irgendwie geschafft haben, so wie sie diese Klimakaoten erschaffen haben, die da Furore machen und Eigentum anderer beschädigen unter dem Vorwand, sie müssten das Klima schützen und kriminell werden und brutal werden. Und genauso instrumentalisieren sie andere Gruppen und Gruppierungen, um Menschen wie uns durch die neuartige Technik zu verfolgen, zu orten, zu observieren. Die wissen dann gar nicht, warum sie das tun. Und nur wir Zielpersonen, wir merken es eben. Und es ist also nicht mehr so, wie vielleicht noch vor 10 Jahren, dass das die meisten Menschen nicht davon wissen, sondern mittlerweile behaupte ich, dass viele Menschen davon wissen und da mitmachen. Und dass wir immer weniger werden und die anderen immer mehr. Okay. Sananda, du siehst astrale Wesen und auch Verstorbene. Kannst du uns dazu etwas sagen? Und
Hat sich da etwas verändert, vielleicht durch Tschern? Ja, was ich da dazu sagen kann, ist, dass immer mehr Fremdelementalwesen auftauchen. Das ist ein Phänomen, die meisten wissen nicht, was das ist. Wir Menschen erschaffen mit unseren Gedanken Wesenheiten. Das heißt, unsere Gedanken nehmen Formen an in der Astralwelt. Also wenn wir viel Angst haben und viel Schlechtes denken, dann bilden sich Fremdelementalwesen, Negative, die sich bis zu Dämonen entwickeln können. Und die können auch eine eigene Intelligenz und eine eigene Handlungsweise ausbilden. Und diese Elementalwesen denken dann, sie sind echte Menschen, sie sind echte Wesenheiten. Dabei sind sie nur künstlich erschaffen von uns Menschen. Und diese Elementalwesen sind gefüllt mit den Emotionen und Gefühlen derjenigen, die sie erschaffen haben. Und jetzt kommen die zu Millionen, diese Elementalwesen schwirren mittlerweile millionenhaft durch den Äther und docken dann an den Menschen an, wo sie eine Resonanz finden. Und wenn jetzt jemand anderer Angst hat und traurig ist, und dann sehen das die Elementalwesen im Ätherbereich und docken sich dorthin, dann kriegt derjenige noch mehr Angst und wird noch trauriger und noch depressiver und bringt sich dann vielleicht noch um. Und die Menschen werden durch diese künstliche Angst und Panik von den Herrschenden durch die Medien gestreut wird, erschaffen diese Menschen diese Elementalwesen und diese beschleunigen dann den Untergang quasi noch. Also das ist ein ganz gefährlicher Kreislauf, in dem wir gerade drinstecken. Also ich bin nur am Ablösen. Ich würde sagen, in so einem Raum, wo ich bin hier mit 30 Quadratmeter, hat's mal auf die Schnelle so 20 Elementarwesen. Mir macht es keine Angst. Ich kann die auch auflösen in Gedanken und dann sind die weg. Was auch immer mehr passiert, ist, dass Verstorbene nicht ins Licht können. Weil nicht jeder, der stirbt, geht ins Licht. Manche dürfen auch nicht ins Licht. Aber viele können nicht ins Licht aus Angst, weil sie gefangen sind in der Materie. Das heißt, die Zahl der Verstorbenen, die nicht ins Licht gehen, hat zugenommen, habe ich festgestellt. Und wie stellt man sowas fest? Ich sehe immer mehr Verstorbene. Also die lungern hier rum in einer Art Zwischenwelt, zwischen der dritten und der vierten Dimension. Sie sind noch nicht im Licht, aber sie leben auch nicht mehr. Und sie sind orientierungslos und wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Und merken auch gar nicht, dass sie unter den Lebenden sind, beziehungsweise, dass sie tot sind. Und diese Zahl hat zugenommen von diesen Wesenheiten. Und was zugenommen hat, sind die astralen Angriffe von Reptiloiden und von Archonten. Das hat zugenommen. Aber wie gesagt, ich habe da meine Techniken entwickelt und ich komme da klar damit. Aber ich denke, dass viele Menschen da draußen dieses Wissen nicht haben oder daran nicht glauben. Die werden noch ihr böses Wunder erleben, weil diese Astralwesen alle auf die Menschen jetzt losgelassen werden. Und CERN hilft dahingehend, weil in CERN schaffen ja über 17.000 Menschen und die arbeiten sicher nicht nur, weil sie irgendwelche Teilchen erforschen wollen, sondern die haben ganz große Ziele. Sie möchten neue Dimensionen öffnen, in neue Dimensionen hineingehen können, weil es ist ja mittlerweile bekannt, dass wir in verschiedenen Dimensionen hier auf der Erde leben und dass es eben auch viele Dimensionen gibt, wo anderes Leben ist. Und diese sogenannten Forscher möchten in diese Dimensionen eindringen können. Gleichzeitig möchten sie aber auch die unteren Dimensionen öffnen, um eben die Tore zu öffnen für die negativen Astralwesen, damit die diese Menschheit befallen. Und also der unsichtbare Angriff ist weitaus größer als der weltliche Angriff, den wir im Fernsehen feststellen können über die Bedrohung. Also die astrale Bedrohung ist weitaus größer als die weltliche Bedrohung. So habe ich es richtig gesagt. Ja, und es sieht alles nicht sehr gut aus, muss ich leider sagen. Mir schlägt es leider auch auf die Stimmung. Ich bin eben ein schlechter Schauspieler und bei mir merkt man immer beim Interview, wie es mir geht. Und mir geht es momentan. Ist ja auch gut so. Ja, mir geht es momentan nicht so gut in dem Sinne, weil ich mir Sorgen mache.
über die Entwicklung, was momentan geschieht. Und ich kann da nicht einfach drüber hinwegschauen und lustig und fidel und pfeifen durch die Welt laufen. Ja, das kann ich halt nicht. Ich finde es sehr traurig, was momentan passiert. Und es geschieht eben genau das, was ich in einem, ich weiß nicht, im dritten Buch, glaube ich, geschrieben habe, dass immer mehr niedere Geister von unten kommen werden und dass die Anzahl der niederen Geister irgendwann so groß sein wird, dass Gott und die positive geistige Welt eingreifen müssen. Und der Zeitpunkt ist nicht mehr so weit. Okay. Sananda, du kannst so viele Wunderheilungen vollbringen wie wohl kein anderer auf der Erde. Es gibt wohl keine Krankheit, kein Gebrechen, welches du noch nicht geheilt hast. Kannst du denn nicht einfach die ganze Menschheit auf einmal heilen und die Erde gerade noch mit dazu? Du bist doch der größte göttliche Avatar auf Erden. Kannst du denn nicht persönlich hier eingreifen? Das mache ich doch ständig, indem ich den Indigos helfe und den verkappten Indigos helfe und den beseelten Menschen helfe und ihnen beistehe, energetisch auch, jetzt nicht nur durch meine Präsenz, sondern auch energetisch, weil ich ja diese Energie auch verankere hier. Und natürlich können wir positiven Menschen, wir beseelten positiven Menschen, können was verändern. Die anderen können es nicht. Die können nichts mehr verändern, die Seelenlosen. Da ist nichts mehr zu verändern. Die sind in der Hand der Dunkelheit, die sind in der Hand der Reptiloiden. Die können nichts mehr tun. Sie können auch nicht mehr kreative Schöpferwesen sein und erschaffen und so weiter. Das können die nicht mehr. Wir anderen können mit unserer Energie und unseren Gedanken noch was ändern und wir müssen das auch tun. Ob das dann reicht letztendlich, ist eine andere Frage und ob es überhaupt sein soll. Weil es gibt eben Dinge, die müssen passieren, damit sich was verändert. Und die Menschheit reagiert leider immer nur erst, wenn sie am Abgrund steht. Erst wenn sie am Abgrund steht und nach unten schauen und sehen, es geht nach unten, es geht nicht mehr weiter, erst dann fangen sie an nachzudenken und nicht vorher. Und manche nicht mal dann. Manche fallen noch blind in den Abgrund hinunter, manche noch lachend. Also es ist nicht so einfach, den Menschen zu helfen. Und es ist auch nicht unbedingt immer im göttlichen Plan, den Menschen zu helfen. Weil gewisse Erfahrungen und Erkenntnisse einfach erlebt werden müssen, damit diese Geistwesen ihre Erkenntnisse bekommen und ihre Wandlung geschehen kann. Und bei manchen muss da eben ganz viel passieren. Und ich persönlich zweifle, ob das überhaupt nützt, weil wenn man schaut, die letzten Kriege, Erster und Zweiter Weltkrieg, wie viele Millionen Tote es gab und was hat es denn verändert? Guck doch mal heute die Nachrichten an und dann wirst du sagen, das kann nicht wahr sein, verhalten sich wieder wie damals. Sie würden ihr letztes Hemd noch verkaufen, damit sie eine Waffe liefern können in die Ukraine. Und die Menschen werden aufgehetzt und es wird ein Hass geschürt gegen andere Völker, gegen einzelne Menschen und so weiter. Und keiner dieser Menschen schaut mal nach, oder wenige, wer hat denn wirklich angefangen? Wie ist denn das wirklich entstanden? Und hat der vielleicht gar keine andere Wahl gehabt, der eine? Oder hat der andere angefangen? Oder ist doch der eine der Böse? Einfach mal nachforschen, schauen und auch mal die alternativen Medien anschauen, nicht nur die Mainstream-Medien. Wer ist denn wirklich schuld und wer steckt denn wirklich dahinter? Und deswegen wäre es natürlich ein leichtes für Gott, so zu machen und das Ganze wird beendet. Und genau das wird Gott vielleicht auch bald tun. Dass er so macht und dann ist es beendet. Aber die Menschen sollen noch ihre Chance bekommen, sich zu entscheiden, weil letztendlich werden sie nicht mehr viel ändern können. Man muss mehr oder weniger machtlos, ohnmächtig zuschauen, was die da tun. Und fühlt sich dann irgendwo hilflos.
Und dann bleibt nur noch das Gottvertrauen. Ja. Ja. Sananda, kannst du unseren Zuschauern, das ist auch ein persönliches Anliegen von mir, Mut machen, Hoffnung geben in diesen schweren Zeiten? Was können die Menschen jetzt noch tun? Woher können sie ihre Hoffnung schöpfen, wenn doch offensichtlich um sie herum alles zerstört wird? Worauf soll sich die Hoffnung der Menschen begründen in so einer Zeit? Ja, das versuche ich seit Jahren den Menschen zu vermitteln, die Hoffnung. Und die meisten Menschen halten sich mit der Hoffnung am materiellen fest. Das heißt, für sie ist es Hoffnung, wenn ihr Arbeitsplatz bestehen bleibt, wenn ihre Firma bestehen bleibt, wenn sie ihr Auto behalten dürfen, wenn sie ihre Wohnung behalten dürfen, wenn es irgendwann wieder besser wird und dann alles wieder im gleichen Trott weitergeht. Das ist für die meisten Menschen Hoffnung. Und ich möchte die Menschen dahin bringen, dass sie die Hoffnung darin sehen, dass sie unendliches Bewusstsein sind, dass sie ein eigenes Wesen sind, das unabhängig von ihrem Körper existiert. Und dass egal, was mit ihrem Körper passiert, was mit ihrem Auto passiert, was mit ihrem Haus passiert, dass sie immer weiterleben werden. Und dass die Menschen, die sie lieben, dort, wo sie dann wieder sein werden, auch sind. Und dass sie die nie aus den Augen verlieren werden und nie alleine sein werden. Und dass es nur Erfahrungen sind, die wir hier sammeln. Und dass das Leben eine Bühne ist, die es uns ermöglicht, diese Erfahrungen zu machen und uns selber zu erfahren und uns selber zu erkennen. Und wenn der Mensch irgendwann an dem Punkt angelangt ist, dass er erkannt hat, wer er ist, dann das sind so Beeinträchtigungen manchmal, versuchst zu überspielen, wenn gerade was da ist bei mir, mit mir redet. Wenn der Mensch das erkannt hat, wer er ist, dann verliert er irgendwann die Angst. Und wenn er keine Angst mehr hat, dann interessiert ihn das nicht mehr so sehr, was da passiert. Und dann muss der Mensch irgendwann lernen zu akzeptieren. Wir sind hier eben auf einer Ebene von inneren Bewusstseinen, die noch in der Grundschule sind und noch elementare Dinge lernen müssen. Und die beseelten und hochbeseelten Menschen sind mehr oder weniger nicht direkt involviert, sondern sind als Lehrer hier und als Helfer. Und wir müssen eben uns entscheiden. In dem Sinne, dass nicht, dass wir besser sind, sondern dass wir da nicht dazugehören. Wir sind nicht die, die diese Erfahrung jetzt machen müssen. Wir sind Beobachter. Und die geistige Welt und Gott wird dafür sorgen, dass es uns an nichts mangelt. Und er wird immer dafür sorgen, dass die, die auf seinem Weg sind, dass es denen an nichts mangeln wird und dass denen kein Haar gekrümmt wird. So, das ist ein Prozess, der geht über viele Jahre, bis man an dem Punkt angelangt ist. Und dann wird irgendwann werden sich dann die Prioritäten verschieben. Man will das Alte gar nicht mehr und man will auch das System nicht mehr. Man will es gar nicht. Es ist einem irgendwann gleichgültig. Man will im Prinzip nur noch mit sich und mit seinen Lieben zusammen sein und distanziert sich und grenzt sich ab von allen anderen.
Irgendwann kann man energetisch auch mit den anderen nicht mehr harmonieren. Es ist irgendwann nicht mehr möglich, mit den anderen überhaupt irgendetwas zu tun. Selbst die geringste Kommunikation wird scheitern. Irgendwann wird ein Zusammenleben gar nicht mehr möglich. Und insofern besteht die Hoffnung darin, dass uns nichts passieren kann. Okay. Und dass man sich lösen muss von der Materie. Und das ist, ich kann es immer wiederholen, weil es die meisten gar nicht verstehen am Anfang. Materie bedeutet nichts Schlechtes, auch wenn es dunkel ist, aber es bedeutet nichts Schlechtes. Materie ist die niedrigste Form der Schwingung. Und in der sind wir momentan gefangen. Und die Dunkelheit süßt uns das Leben mit Leckerlis und Zuckerlis, sprich Luxus, Macht, Geld und dergleichen. Das sind die Fallen. Und viele verhaften dann in der Materie und klammern sich an diese Macht und an dieses Geld und an diese Luxusdinge, klammern sich daran, identifizieren sich damit. Und wenn das dann wegfällt, dann sind sie nichts mehr. Nichts. Und wer sich über sich selber definiert und über Gott definiert, der kann ja gar nichts verlieren. Das heißt jetzt nicht, dass man kein schönes Auto fahren soll. Fahre ich auch gerne. Ich fahre lieber in einem schönen, modernen Auto wie in einer alten Rostkiste. Hat damit nichts zu tun. Sondern es geht darum, ob man sich an die Materie haftet. Das heißt, identifiziere ich mich damit und kann ich ohne das nicht leben? Und was bin ich, wenn das alles weg ist? Jetzt, ich habe die Erfahrung gemacht, 50 Jahre lang nichts zu haben und war trotzdem immer meiner selbst bewusst. Auch wenn ich nichts hatte. Und wenn ich morgen wieder nichts habe, dann ist es eben so. Ich habe es ja gelernt, wie es ist, nichts zu haben. Ich habe es ja auch gelernt, wie es ist, auf dem Boden zu schlafen, nichts zu essen zu haben, kein Geld zu haben, kein Auto zu haben. Diese Zeiten habe ich ja durch. Also wenn es wiederkommt, dann ist es eben so. Ich habe es gelernt, ich werde es wieder überstehen. Ich werde schon durchkommen irgendwie. Und irgendwann ist es vorbei, ja. Weil das ganze Leben ist eigentlich nur Leid und Schmerz. Und diejenigen, die es anders sehen, wo kein Leid und kein Schmerz haben, die sind meistens dann nicht von der guten Seite und müssen keine Erfahrungen machen. Die Guten leiden leider auf diesem Planeten. Ist leider so. Es ist ein Planet des Leidens und des Schmerzes. Es ist ein Planet der Finsternis, ein Gefängnisplanet. Und niemand ist alleine hier. Es ist Verstärkung da und die Verstärkung sorgt dafür, dass die, die wollen, hier wieder rauskommen. Und alles, was passiert, ist nur eine große Show, damit die Menschen das erkennen. Okay. Asananda, wir sind mittendrin in diesem Thema. Kannst du unseren Zuschauern einige konkrete Überlebenstipps geben für die kommenden Jahre? Wie sollen sie leben? Auf was sollen sie achten? Was müssen sie unbedingt noch tun? Und ist es sinnvoll, auf jeden Fall immer bei dir in einem Auftrag zu bleiben? Was ist, wenn es einmal kein Internet mehr gibt? Ja. Wenn es kein Internet mehr gibt, dann einfach in Gedanken mir einen Auftrag geben. Es muss ein Auftrag da sein. Das zählt aber nur, wenn es kein Internet mehr gibt. Ansonsten nicht. Es ist immer gut, den Auftrag bei mir zu haben. Ist ja ganz klar. Wie könnte ich was anderes sagen? So irre ich bin ich. Überlebenstipps habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Band 4, Überlebenshandbuch für Erwachte. Wer es genau wissen will, das Buch kaufen, aber bitte von Band 1 aus anfangen, sonst versteht es keiner. Was im Moment ganz wichtig ist, sind doch praktische Dinge. Das heißt, man braucht
Geräte, um Solarstrom zu erzeugen, dass man quasi Stromgeräte hat. Wie heißen die? EcoPower und so Dinge habe ich mir eins gekauft. Gibt es auch schon so kleine Geldbeutel, dass man vorbereitet ist, dass man Strom hat für die nötigsten Dinge, zum Handy aufladen oder vielleicht kann man dann kochen auf einer Einkochplatte, Einherdplatte, wo man anschließt, dass man da was kochen kann, dass man Wasser erhitzen kann und so weiter, weil sie werden auch das Wasser verseuchen, man muss es irgendwann abkochen, dass man eben vorbereitet ist für die praktischen Dinge, dass man mal eine Woche oder zwei überleben kann und nicht verhungert. Solche Dinge, die muss man tun, die muss man einfach tun. Wer das versäumt, der hat Pech gehabt. Dann muss man darauf achten, dass man CDL zu Hause hat oder MMS-Tropfen, um das Wasser zu desinfizieren. Manche trinken das sogar, habe ich gehört. Gottes Willen. Also man sollte CDL zu Hause haben, um das Wasser zu desinfizieren, weil es wird notwendig sein bald. Sie werden das Wasser verseuchen weltweit. Sie werden für Energieknappheit sorgen, für Energiemangel. Also muss man darauf vorbereitet sein, in jeder Richtung. Also das sind ganz praktische Überlebenstipps, die jeder sicher auch schon gehört hat. Das ist nichts Neues. Und dann sollte man eben vorbereitet sein, dass man 4 Wochen mindestens überleben kann, besser 3 Monate mit Vorräten. Solche Dinge, Autos voll getankt, genügend Klopapier zu Hause. Ja, ja. Und vielleicht sich schon mal umschauen, wo der nächste Wald ist, wo man dann sein Geschäft reinmachen kann, wenn die Toiletten nicht mehr gehen. Ja, ist für mich kein Problem, weil ich ja jeden Tag mit dem Hund rausgehe. Ich kann dann gerade mit ihm zusammen das machen. Ja, Spaß muss sein. Und ganz wichtig ist eben, dass man sich auch gut ernährt, so gut es noch geht. Und das wird natürlich ein finanzielles Problem für viele sein, Lebensmittel noch zu bekommen, weil alles verseucht ist und chemisch verarbeitet und vergiftet. Sie streuen ja Gift von oben, vom Himmel, sie tun Gift in Wasser, sie tun Gift in Lebensmittel. Also wenn es geht, natürliche Nahrung zu sich nehmen, lieber weniger. Der Mensch muss nicht so viel essen. Die meisten Menschen sind überfressen. Sie essen 80% zu viel. Die meisten Menschen würden mit 10% von dem auskommen, was sie wirklich essen jeden Tag. Mit 10% davon würden sie auskommen. Die meiste Nahrung ist tot. Die meisten Menschen nehmen tote Nahrung zu sich. Junkfood, also in Deutschland ist die Quote, habe ich gelesen, bei 50%. In Griechenland nur bei 13%. Also 50% des Essens in Deutschland ist tote Nahrung, die nichts bringt. Nur Masse, die man zu sich reinnimmt. Also einfach vielleicht weniger essen, aber dafür qualitativ höherwertiger. Mhm. Also weniger essen, Kräuter, Beeren, Früchte, Obst, Gemüse, Salat, hochqualitativ, aber weniger. Also das nützt nichts, wenn man von Spätzle isst mit Soße. Das ist tote Nahrung, einfach so. Schadet dem Körper. Das heißt, die Zeiten werden so hart werden. Auch deswegen muss der Mensch auch schauen, dass er seinen Körper schützt, dass es besser überstehen kann. Und das kann er, indem er einfach hochqualitative Nahrung zu sich nimmt und auch Nahrungsergänzungen, Vitamin D3, dann Magnesium und Vitamin C hochdosiert, ein paar 1000 Milligramm am Tag, wenn es geht. Solche Dinge, also ich mache das eben, muss aber jeder selber wissen. Also ich möchte das kein vorschreiben hier, wie viel er nehmen muss. Ich bin kein Ernährungsberater und kein Nahrungsergänzungsverkäufer. Ich sage nur, was ich mache. Ich nehme jeden Tag Magnesium und Vitamin C, dann reinige ich mein Wasser täglich mit CDL-Tropfen. Und nehme noch verschiedene B-Vitamine zu mir, darauf achten, dass alles bio und vegan ist und die Bioverfügbarkeit gegeben ist, also wenige Zusatzstoffe und so weiter. Kostet alles Geld, ich weiß, aber einfach dafür weniger Spätzle essen und dann bleibt da schon was übrig. Und wir brauchen dann auch nicht so viel, weil der Körper
gewöhnt sich dann irgendwann dran, dass er weniger kriegt. Und aber dafür hochwertiger, das heißt, das Hungergefühl geht dann irgendwann weg. Keine Süßigkeiten, kein Zucker, kein Koffein, das ist alles Gift. Koffein ist brutales Gift. Und was natürlich auch ganz schlimm ist, an diesen Suchtstoffen wie Zucker und Koffein und Alkohol und Nikotin, diese vier Suchtstoffe, die ziehen die Besitzungen an. Das heißt, wenn ich sowas zu mir nehme, dann kommen die Elementalwesen angeflogen, dann kommen die Verstorbenen angeflogen und haften sich an deine Aura und essen mit. Dann schüren die den Heißhunger noch mehr an und dann gibt's noch mehr, dann wird noch mehr reingefuttert. Und dann wird man krank durch das Essen. Und wenn dann noch draußen die Welt zusammenkracht, dann gute Nacht. Dann wird es viel. Ja, also auch wenn es sich komisch anhört in dieser Zeit, aber achtet auf die Ernährung. Es reicht schon, wenn jemand nicht viel Geld hat, dass er einfach Dinge weglässt. Einfach Dinge weglassen. Zucker, Nikotin, Koffein und was war es noch? Alkohol. Diese Dinge weglassen. Komplett weglassen. Weg, weg, weg. Dann habt ihr schon mal viel gewonnen. Und dann wird sich auch der Hunger wird sich dann quasi reduzieren. Und dann einfach mal öfters mal einen Salat essen und öfters mal Beeren essen und dergleichen. Und dann haben wir schon mal einiges getan. Und was natürlich andere tun sollten, ist, dass sie aufstehen und dem Spiel hier ein Ende treiben. Und die Masse der Menschheit hat es in der Hand. Wir Aufklärer, wir sind sehr wenige. Wir können das nicht mehr ändern. Im Prinzip sind wir an einem Punkt angelangt, wo die Masse jetzt aufstehen muss, um noch was zu ändern. Und das haben wir also nicht mehr in der Hand. Der Ball liegt jetzt bei den anderen. Das Problem ist, dass die meisten seelenlos sind. Deswegen sind die Erfolgsaussichten sehr mager. Wir können nur hoffen, dass noch viele Reptus und Mantisse und unterentwickelte Bewusstseine so ein starkes Ego entwickeln, dass ihnen das so auf den Keks geht, was da momentan passiert, dass sie sich deswegen wehren und deswegen auf irgendeine Art und Weise dem Spiel ein Ende treiben. Solange es so weitergeht und diese Menschen alle an der Spitze verharren, wird sich nichts ändern. Und die Jugend und die Kinder werden jetzt schon im Kindergarten ja herangezüchtet, dass sie auch so querdenken im Kopf und nicht mehr ganz normal denken können. Und die werden indoktriniert und falsch ausgebildet und da kommt nichts Gutes auf uns zu. Das muss alles ein Ende haben. Okay. Sananda, du sagtest einmal, es sei alles gesagt. Du hättest nichts mehr zu sagen. Aber nach jedem Interview habe ich den Eindruck, du hast noch sehr viel zu sagen. Gott sei Dank. Leider hören jedoch nicht alle genau hin. Du sagtest auch, dies sei die fünfte oder siebte Menschheit überhaupt und alle endeten im Chaos und sind untergegangen. Warum passiert das? Offenbar immer wieder, dass die Menschheit sich zugrunde richtet. Oder gibt es einen externen Richter, der dies dann erledigt quasi, also dem für immer ein Ende zu setzen? Und warum müssen wir uns Menschen das immer wieder antun? Kann man sagen, wann endet dieses ewige Leid irgendwann einmal? Also die letzte Frage beantworte ich zuerst. Wir sind hier gefangen im Kreis, im Rad der Wiedergeburt. Wir gefangen. Also die Indigos nicht, die sind da, um den Leuten zu helfen, herauszukommen. Die Menschen sind gefangen im Rad der Wiedergeburt. Und sie kommen hier nur raus durch die Schwingung. Sie kommen lebend hier nicht raus. Sie kommen nur raus durch die Schwingung, durch die Erhöhung der Schwingung. Das heißt, sie müssen ihren Rucksack abwerfen. Kann es immer nur wiederholen. Sie müssen ihren Ballast abwerfen. Sie müssen ihren Neid, Hass, Missgunst, Strachsucht, ihren Egoismus, ihren Narzissmus, diese ganzen Dinge müssen sie ablegen. Und das geht leider nur durch Leid und Schmerz, durch Erfahrungen und durch Erkenntnisse. Es geht nicht anders. Und der eine braucht eben 200 Inkarnationen, der andere 500.
Und hier auf der Erde wird den Menschen diese Bühne geboten. Ihnen wird quasi eine Gelegenheit gegeben, das zu tun. Nichts anderes. Mhm. Und okay. Die Dunkelheit ist dafür da, damit das die Menschen erkennen können. Wie sollten sie es denn sonst erkennen? Wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, da gibt es nichts zu erkennen. Mhm. Deswegen gibt es das Böse, damit die Menschen das Licht sich erkennen kann. Das Böse existiert, damit das Gute sich erkennen kann. Wie sonst sollte sich das Gute erkennen? Und das Gute ist hier, um sich selber wieder als Gutes zu erkennen und den Ausgang zu finden. Darum existiert mehr oder weniger diese Bühne. Und wir sind nach meinen Erkenntnissen mindestens die siebte Menschheit. Das, unter Menschheit verstehe ich jetzt nicht eine Generation, sondern eine komplette Menschheit, also über mehrere hunderttausend Jahre hinweg eine Menschheit. Und die Abstände haben sich jetzt nach und nach verkürzt. Alle 26.000 Jahre eine Menschheit, alle 13.000, alle 6.000. Ja, wir gehen dem Ende entgegen. Wir sind schon fast vor dem Ausgang, wir gehen dem Ende entgegen. Und einige werden den Ausgang finden und emporsteigen und die Masse wird abfallen und wird das Gleiche wieder von vorne beginnen und eine neue Menschheit begründen auf einem unteren Level. Und die Erde ist ein Terrarium. Also ich darf nicht alles sagen. Mhm. Manche Dinge darf ich einfach nicht sagen, aber wir sind ein Terrarium. Und die Erde wird durch Terraforming immer wieder für eine neue Menschheit angepasst. Wir hatten einmal zum Beispiel ein Siliziumzeitalter, als die Menschen aus Silizium bestanden und nicht aus Kohlenstoff wie heute. Und dieses Siliziumzeitalter, die Spuren sehen wir heute noch über die Berge, über die sogenannten Berge. Und weil es gibt eigentlich keine Berge. Die Berge sind nichts anderes wie abgebrochene frühere Siliziumbäume, die zu Stein wurden. Also Silizium wird zu Stein. Und das, was wir als Wälder betrachten, sind im Prinzip Gestrüpp. Das sind keine Wälder. Selbst 30 Meter hohe Bäume sind Gestrüpp. Es gab einmal eine Zeit, da gab es 6 Kilometer hohe Bäume, 10 Kilometer hohe Bäume, die hier emporragten. Und die Bäume damals waren ja auch Energielieferanten. Das heißt, es waren quasi die Kraftwerke, die Stromwerke. Da haben sich die Menschen angesiedelt unter den Bäumen und haben ihre Städte errichtet gehabt und haben in den Bäumen gelebt und unter den Bäumen und haben von der Energie gelebt. Die Menschen waren damals viel größer wie heute. Wir sind heute Ameisen. Das heißt, wir haben uns quasi degeneriert. Die Menschen haben sich von Menschheit zu Menschheit sind sie kleiner geworden, blöder geworden. Und die Dunkelheit hatte immer ein leichteres Spiel und immer noch ein leichteres Spiel, diese dumme Menschheit in Schach zu halten. Und deswegen, ja, ich muss jetzt langsam tun, ich darf nicht zu viel erzählen. Es ist auf jeden Fall so, wenn die Menschen mal schauen, schaut euch mal die Berge genau an, wie die denn aussehen. Schaut euch mal den Grand Canyon an, wie der aussieht. Wir leben hier auf einem großen Steinbruch. Das heißt, die ganzen Felsen und Klippen und Naturwunder sind alte, stillgelegte Steinbrüche. Und die meisten Seen sind Steinbruchseen. Das heißt, da wurde dann wieder Wasser eingelassen, wurde alles überschwemmt, damit man es nicht mehr sieht. Alles deutet darauf hin, dass diese Erde schon mehrfach ausgebeutet wurde von intelligenten und hochtechnologischen Wesen. Und in welche Rolle wir jetzigen Menschen da gespielt haben, ich denke, eine sehr gewichtige. Und ich denke auch, dass viele der damaligen Ausbeuter heute als Menschen inkarniert sind. Und es ist alles anders, wie es uns erzählt wird. Und die Wahrheit ist so unglaublich, dass man sehr viele Wochen, Monate und vielleicht Jahre brauchen wird, um sie zu glauben. Beschäftigt euch mal mit diesen Dingen
wo ich jetzt angesprochen habe, auch Vulkane gibt es keine. Vulkane sind eigentlich Steinkohleberge, Abfallberge, Müllberge. Die wurden dann auch so angehäuft, kegelförmig angehäuft. So. Und oben dann die Öffnung und die Vulkanausbrüche, das sind chemische Reaktionen vom Steinkohleabfall und vom Bergbauabfall, den es in früheren Jahrtausenden gegeben hat. Das ist alles künstlich und wir werden auch in der Richtung angelogen. Es gibt keine Vulkane, es gibt keine Berge, es gibt keine Wälder, es gibt keine natürlichen Seen und so weiter. Es deutet aber auch darauf hin, dass es eine Macht gibt, die so mächtig einen Kontinent versinken lassen kann und einen neuen Kontinent entstehen lassen kann. Und dann wird ein neues Terraforming gemacht. Und dann bekommt eine neue Menschheit mehr oder weniger einen Neustart und beginnt von vorne. Und dann endet es wieder gleich, weil das Böse sich dann in der Materie immer wieder durchsetzt. Weil das Böse in der Materie dem Guten leider überlegen ist, weil sie böser sind. Es ist immer leichter, das Böse zu leben wie das Gute in der Materie. Deswegen ist das Böse immer ein Vorteil in der Materie. Ich kann immer wieder das Beispiel bringen mit dem Fußball. Ein begnadeter Fußballtechniker, ein guter Spieler, der eine Wahnsinnstechnik hat, der hat keine Chance gegen die Abwehr, die ihn ständig umhaut, die ihn tot tritt. Er kann ja noch so zaubern mit seinen Fähigkeiten. Er wird halt immer wieder umgehauen, bis er irgendwann nicht mehr laufen kann. Also er hat keine Chance im Prinzip, wenn kein Schiedsrichter da wäre. Also stellt man sich mal vor, man ist unter den Bösen und da ist kein Schiedsrichter da, dann sieht es schlecht aus, gell? Wir sind hier gefangen in einem menschlichen Körper, ob gut oder böse, wir sind alle gefangen in menschlichen Körpern. Und das Böse hat sich auch in menschlichen Körpern inkarniert, auf der Erde, und die wandeln hier alle jetzt auf diesem Planeten herum. Und ich denke, dass alles, was momentan passiert, auch viel mit Karma zu tun hat, gell? Aber jetzt lasse ich es gut sein. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Und ja, auf jeden dann Fall. Das Zeit endet. Fernando, wir sind damit auch am Ende unserer heutigen, wohlgemerkt, Fragen angelangt. Jo, ganz schön lange, ja, habe ich gerade gesehen. Bitte? Fast 2 Stunden, oder? Ja, aber deine Stimme hat sich sehr gut gehalten, ja, für die ausführlichen Antworten. Also ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, auch im Namen der Zuschauer natürlich, für deine, wie immer, wirklich wertvollen, schönen Erläuterungen, vor allem auch für deine Zeit natürlich. Herzlichen Dank, Fernando. Bis zum nächsten Mal hoffen wir, dass alles nicht ganz so schlimm wird. Ja, alles Gute, Fernando. Wir sehen uns bald und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Interview. Ja, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das muss man sich immer merken. Ja. Und letztendlich kann uns keiner was tun, weil wir sind unkaputtbare, ewig lebende Wesenheiten, die hier nur zu Besuch sind. Und hier nur eine Erfahrung machen. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann sieht man alles gar nicht mehr so schlimm. Ja. Ich weiß, dass es schwer ist. Da muss man erst mal hinkommen. Und gerade mit jemandem, der vielleicht noch Kinder hat, ist es ganz schwer in dieser Zeit. Jemand, der jetzt schon 80 ist, der hat natürlich leicht zu sagen, kein Problem, das packe ich noch die paar Jahre, dann ist eh vorbei. Ja. Aber gerade junge Familien und so, für die ist es natürlich sehr schwer, was passiert. Und die Zukunftsperspektiven und so weiter. Denen möchte ich aber auch noch sagen, auch eure Kinder sind freiwillig hier inkarniert und haben sich gemeldet, um diese Erfahrungen zu machen. Und betrachtet das alles mal aus der geistigen Perspektive, dass jeder, der hier ist, eine Berechtigung hat, hier zu sein, und jeder, auch die Dunkelheit, eine Berechtigung hat, hier zu sein. Alles hat seinen Grund,
alles ist letztendlich für irgendwas gut. Und niemand muss sich Sorgen machen wegen Kindern und seinen Kindern und dergleichen, weil jeder ist freiwillig hier inkarniert. Und wir haben alle unsere Aufgabe, ob jung oder ob alt. Und es wird alles irgendwann am Ende gut sein. Das ist eine Tatsache. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. In dem Sinne. Schöne, beruhigende Worte am Schluss von dir, Sananda. Ich denke, dass das einigen Zuschauern oder allen Zuschauern helfen wird bei der Bewältigung ihrer täglichen Sorgen auch und dieser Abkoppelung von den materialistischen Werten. Also ich freue mich auf das nächste Interview mit dir. Ich hoffe, vielleicht auch einmal persönlich. Würde mich auch sehr freuen. Ja, und gerne. Alles Gute für dich einmal und auch deine Familie und bleib uns gewogen. Sananda, wir tun das ja, auch. Ja, gerne. Mach's ich gut. Ich bin immer da. Dankeschön. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, ich darf mich jetzt auch von Ihnen verabschieden und hoffe, dass Sie heute neue Erkenntnisse und Informationen durch die Darlegungen von Sananda gewinnen konnten, durch dieses Gespräch, das ich mit ihm führen durfte. Auch Ihnen natürlich alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auch Sananda. Und dann bis bald zum nächsten Interview. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Ciao.